Cube Life, Island Survival. Ah, shit. Here we go again. Ja, und damit moin moin und servus. Wir sind wieder hier bei Cube Life, Island Survival, aber nicht auf der Nintendo Wii U, sondern diesmal auf der Nintendo Switch. Und Brüders, es ist eine sehr wilde Angelegenheit. Dieses Spiel wurde für Switch schon so lange angekündigt, schon seit locker 2-3 Jahren. Und jetzt ist es endlich da. Einmal kurz klatschen für Zypronia, die es endlich geschafft haben nach 3 Jahren oder 2 Jahren. Und lasst auch mal für die Buben einen Daumen nach oben da. Für den wirklich ehrigen Support ein Like, gleich eine Unterstützung für die Entwickler, meine Freunde. Aber jetzt mal ohne Spaß, wer erinnert sich auch noch an das Ursprungsspiel, das auf der Wii U erschienen ist? Wir haben das damals gespielt zu einem Zeitpunkt, als es Minecraft noch gar nicht gegeben hatte auf der Wii U. Und wir uns gedacht haben, ja, zack, der Konkurrent. Mittlerweile macht man sich über dieses Spiel mehr oder weniger lustig, aber auf der Switch ist es hochpoliert worden. Und zwar nicht zu knapp. Denn ja, meine Fräuleins, ab heute auch hier in der Switch-Version, ja, im Switch-Port mit realistischer Super-Duper-Grafik. Ja klar, ja sicherlich. Das Spiel soll also viel besser aussehen als auf der Wii U. Und ich würde sagen, wir gehen wirklich rein in den Aal. Ich müsste nochmal ganz kurz schauen in die Settings. Ich habe da ein paar Sachen gesehen, will ich euch teilhaben lassen. Es gibt jetzt wohl Gyrosensor, also Bewegungssteuerung wurde eingebaut. Man könnte sagen, Cube Life hat sich weiterentwickelt und sind, was auch wirklich hier Einstellungen angeht, sind die im 21. Jahrhundert angekommen. Auto-Aim sogar drin, die Brüder, da waren sie aber sehr gönnerhaft unterwegs, machen wir an. Außerdem hier noch ein paar Einstellungen, die man treffen kann. Was haben wir hier? Mute lassen wir mal so. Wir changen die Sachen und gehen rein in den Survival Mode. Ich bin sehr gespannt, wie das hier auf der Switch aufgesetzt ist mit dem Intro und so. Wir machen ein neues Spiel und legen los. Rein in den Heiligen Aal. I had the perfect life, because I had everything. Money, friends, cars. I even had a huge mansion. I traveled a lot, went on vacations all over the world. But that night, it all changed. That night, I lost everything. Scheiße, Bruder. Suddenly, our cruise ship hit something, and we started to sink. I'm the only survivor from the shipwreck. I woke up on this deserted island, alone. Everything I had is now gone. Ja, und damit, meine Fräuleins, sind wir jetzt da. Wir sind gestrandet! Und ich bin mal sehr gespannt, apropos Ladebildschirm, wie sich die Ladebildschirme auf der Switch verbessert haben. Wir haben das ja noch vielleicht im Kopf, ja, die einen oder anderen werden sich daran erinnern. Die Ladezeiten auf der Wii U, die waren ja tödlich in diesem Spiel. Das war somit das Schlechteste, was man haben konnte. Where am I? I'm so hungry. So thirsty. Oh, I can't believe it. I'm surrounded by water. Yet not a drop to drink. Ah ja. Bewegungssteuerung ist am Start. Maybe I can break open some coconuts over there. Ah ja, Coconuts. Also, wir sehen, Bewegungssteuerung kickt schon mal rein. Ich werde aber noch ein paar Einstellungen umändern, weil das ist mir so von dem C-Stick viel zu langsam. Das werde ich mal kurz verbessern. So, jetzt alles auf 10 gestellt mit dem Look. You open the survival guide. Press the button. Ah ja. Ja, und ich muss sagen, das sieht schon mal ganz gut aus hier mit der Umsehgeschwindigkeit. Aber jetzt haben wir 7 Uhr und wir müssen gucken, dass wir den Tag auf jeden Fall gestalten zu unseren Gunsten. Kokos, das ist erstmal das richtige Stichwort. Mal gucken, ob wir welche finden. Sehen aber natürlich auch schon hier eigentlich das Offensichtliche. Die Grafik ist ja überhaupt nicht mehr mit der Wii U-Version zu vergleichen. Ne, vielleicht erinnern sich da echt noch ein paar dran. Das ist damals wirklich... naja, es sah halt aus, wie es auf der Wii U-Version aussah. Sagen wir es mal so. Oh, jetzt haben wir endlich mal eine Kokosnuss gefunden. Wir haben 30.000 Blätter zerstört, aber jetzt erst eine Kokosnuss bekommen. Naja, zum Beispiel diese Animation, wie das die Blätter runterfallen, nachdem man das Blatt zerstört hat.
Das gab es gar nicht vorher. Das gab es vorher gar nicht. Solche Animationen oder auch generell diese super realistische Grafik, die da im eShop schon betitelt wird, was natürlich ein Seitenhieb ohne Gleichen ist. Ja, die haben damit Minecraft gedisst. Hashtag, wer erinnert sich noch, ja? Und zwar, damals, als es von Minecrafts Bedrock-Seite aus hieß, ja, es wird ein super duper realistic Graphic Update geben. Auch für Switch und so. Und das kam dann nie. Und da haben sich natürlich die Entwickler von Cypronia gedacht, tja, diese Ehre werden wir euch jetzt nehmen. Und das haben die gemacht, indem sie die Wii U-Version genommen haben, grafisch abgegradet haben, mit Shadern und so weiter, mit neuen Animationen. Richtig geil. Und auch generell, ich glaube, den Charakter, den sieht man jetzt mehr als auch irgendwie in der Wii U-Version. Also für mich ist das neu, diese Art und Weise, um zu gucken, dass man den Körper sieht und so. Ich weiß gar nicht, ob man noch irgendwie die Perspektive umstellen kann, wie in Minecraft, aber da ist ja erstmal alles in Ordnung. Ich würde sagen, wir bauen erstmal ein bisschen Holz ab, oder? If I can find a few more pieces of wood, I can create a crafting table, which would allow me to create some weapons and maybe other useful items. Yeah. Auch hier, dass das Holz kaputt geht, richtig geil. Ja, wir können natürlich gucken, dass wir damit einige interessante Dinge herstellen. Das werden wir uns dann natürlich auch gleich anschauen. Ich bin halt auch voll raus aus dem Spiel, also erwartet gar nichts. Also seht das hier als, ich habe dieses Spiel, ja, nie gespielt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, wie ich meine, ne? Also ich glaube, das letzte Mal dieses Spiel gespielt zu haben, war 3-4 Jahre Minimum her. Ja, und von daher weiß ich halt nicht so genau, ob ich hier drin bin und so. Wir sehen, oben. Einmal ja, um das jetzt hier auch zu vergegenwärtigen. Gesundheitsanzeige, Hungeranzeige und wahrscheinlich Durstanzeige. Und ich bin mal gespannt, ob die Bäume Blätter regenerieren oder so. Ne, das war ja auch damals eine Sache, die, ich sag mal, nicht so fortgeschritten war. Ich glaube, wenn du damals irgendwas abgebaut hast, was eigentlich so laut Minecraft-Logik nachwachsen kann, wächst es nicht nach. Guck, ob das hier auch so ist. Wir können natürlich auch hier schwimmen und so. Ich weiß gar nicht so genau, wie wir tauchen können. Müsste ich auch mal dann kurz überprüfen. Hier aber die Spiegelung sogar vom Charakter im Wasser. Also ich muss schon sagen, ne? Ich finde, das sieht grafisch wirklich bomb. Also nicht, ja schon im Vergleich zu damals bombastisch aus. Ja, also wie das Spiel sich allein durch diese grafischen Upgrades gemacht hat. Ist doch heftig, oder nicht? Ist doch eine wilde Angelegenheit. Wie kann man eigentlich rennen? Kann man überhaupt rennen? Das weiß ich zum Beispiel nicht. Wobei, warte kurz, wenn ich vielleicht den B-Knopf gedrückt halte oder so? Ich würde auch eigentlich ganz gern springen können. Hier haben wir jedenfalls einen Huhn. Ja, klar. Der Bruder. Ja, moinsen. Werden natürlich die Vegan-Challenge machen. Ja, klar. Also, ihr wisst, was es ist. Nur von leckeren Kokosnüssen und weiteren Gemüseachten ernähren. Wie kann man springen? Ich weiß es nicht. Kann man überhaupt springen? Weil ich drücke den B-Knopf und er springt nicht. A-Knopf und er springt nicht. Ist das eine andere Taste? Oh. Ah, guck mal. Ich kann die werfen. Ging das damals auch? Keine Ahnung. Jedenfalls sollten wir gucken, dass wir ein Nachtlager aufstellen, weil eine Sache habe ich von damals noch im Kopf. Ich glaube, ihr auch. Und zwar die Zombies. Ja. Zombies sind hier in diesem Spiel unterwegs, ja moin. Und sie sind hier, um uns zu schlachten. Ich glaube, da haben wir Mangos, oder? Ja. Wunderschön. Warte mal! LOL, warte! Haben wir gerade die Perspektive? Eie! Ja, das ist ja wunderbar, meine Fräuleins. Wir können die Perspektive einfach umstellen, indem wir nach unten klicken. Den unteren Steuerkreuz-Button. Und dann können wir die Perspektive umstellen. Also in Minecraft ging das mit den C-Sticks. Deswegen habe ich das damit auch probiert, hat aber nicht geklappt. Aber okay, das ist schon mal cool, dass das funktioniert. Hat mich jetzt gerade erstmal voll rausgebracht, weil diese Zoom-In- und Out-Animation mich halt komplett aus dem Konzept gebracht hat. Aber willst du machen? Ja, also ihr seht natürlich hier das Spiel in einigen Hinsichten geupgradet so. Aber ich bin natürlich gespannt, wie es in den Aspekten aussieht.
wo es auch wirklich, ich sage mal, ja, zu Problemen kommen kann. Genau wie es damals auch schon problematisch war an einigen Stellen. Lassen Sie mich berichten. Ja, lassen Sie mich berichten von den Haien. Und wie gesagt, diese Ladezeiten, die, wenn du ein Gebiet verlassen hast, das ist ja so ungefähr angeordnet wie Zelda Wind Waker mit diesem, also ich könnte mir eine Karte craften, wenn ich Bock hätte. Ja, moin, der Bruder. Ja, du wirst unser Hausschwein. Sauschwein. Die Ladezeit. Oh ja, sehr gute Idee. Darüber habe ich eh nachgedacht. Aber erstmal ein Crafting Table. Aber dazu muss ich wissen, wie man überhaupt das Crafting Menü öffnet, womit wir uns ein Crafting Table bauen können. Ich denke, das wird das große Problem sein. Also an der Map wird es nicht scheitern, aber ja. Jedenfalls, so, ich bin gespannt, was die Ladezeiten besagen. Wir werden mit der Stoppuhr hier sitzen und das mit... Und das mit der Ladezeit vergleichen, die es damals gegeben hat auf der Wii U. Ja, also diese andere Comparison. Hier jedenfalls eine Fackel, die auf der Switch auf jeden Fall schon mal mit der Flamme ultra super duper realistisch aussieht. Auch generell die Textur von den Erdblöcken. Ja, um das mal ganz kurz hier. Ja, wirklich. Das ist HD, meine Fräuleins. Die bewegen sich sogar, die Blätter. Haben sie damals safe auch nicht getan. Ich sehe auch hier Fliegen, die rumfliegen. Ich sehe hier Fliegen und die hat es safe damals auch nicht gegeben. Ist das ein Zeichen dafür, dass ich stinke? Wahrscheinlich. Hm. Aber ja, meine Freunde. Ich hätte den Eingang... Ich habe den Eingang einfach wieder komplett übersehen. Ich wollte mich hier schon reingraben. Da habe ich gesehen... Oh. Hier ist ja ein Eingang, den man wie in der Wii U-Version wieder so gut wie gar nicht sieht. Oder den habe ich jetzt zum Beispiel in der Hinsicht nicht so gut gesehen. Aber kein Problem. Wir gehen hier rein. Bauen auch zu, damit das Schwein keinen Verdacht schöpft. Wo ist es denn? Ach, nimmt ein Bart. Ja klar. Und was ist da unten? Ein Fisch oder was? Ne, es ist, denke ich, eine Seeanemone oder sowas. Oder Naturjoghurt, könnt ihr euch dann aussuchen. Aber was soll ich Ihnen sagen, Mann? Das ist natürlich... Level up, Ehre. Es ist natürlich eine Sache, ne? Wer hat das gedacht? Letzten Monat wurde es ja angekündigt. Cube Life Island Survival kommt auf die Switch. So nach wirklich, ich glaube, 2-3 Jahren warten. Das wurde 2017 angekündigt oder so, dass es kommen soll. Und hier ganz kurz speichern, damit wir nicht, wenn wir von den Zombies später gekillt werden, dass wir da Backup haben. Nee, aber ich weiß nicht, das Ganze wurde irgendwie vor Jahren angekündigt, 2017 oder 18. Und jetzt erst ist es da. Was hat das denn so lange gedauert? Ich meine, das Ding ist so, ich würde mich ja nicht beschweren, wenn man nicht damals so groß angekündigt hätte und so. Ne? Das ist ja das Ding. Die haben ja selbst so groß angekündigt und uns dann warten lassen. Was halt gar nicht klar ging so. Hashtag meine Meinung. Jetzt aber hier. Mhm. Das Crafting-Menü. Wir packen das Holz. Mal. Sollen wir es festhalten? Ah ja. Da hätten wir schon mal Holz. Oder wie nennt sich das? Hallo? Wie produziere ich das? Okay, also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen anders als damals. Kann das sein? Das Crafting-Menü... Ja, ich will nicht sagen neu ist, aber... Irgendwie... Kann ich mich daran nicht erinnern, aber es ist Nacht und ich bin gespannt, ob uns dieses Versteck... in der Höhle... Ja, ich sag mal, Hilfe gibt oder ob die Zombies immer noch so dumm sind wie damals und sich durch die Erde graben, weil die wissen, wo wir sind, so. Weil die unsere Position sehen, egal ob wir uns verstecken oder nicht. Mal gucken, also die Musik ist auf jeden Fall sehr kritisch. Gucken, ob wir den ersten Tag überleben. Ob wir überhaupt in der Lage sind, irgendwas zu bauen. Das ist schon jetzt irgendwie Mission Impossible.
Weil ich nicht weiß, ah, wobei, ich glaube, ich weiß es. Wegziehen oder so. Ja, die Hühner, ich hoffe, sie überleben das. Ich hoffe, die Schweine überleben das auch. Ich denke, ich muss die hier runterziehen. Ja, das ist todesumständlich einfach. Deswegen wusste ich da natürlich nicht so, wie soll ich das jetzt machen? Da hätten wir jetzt erstmal Sticks. Ja, klar. Aber ich brauche ein Crafting Table. Ja, die 9 Pieces of the Woods oder of the Grasses für the Map. Hey, wo ist das Crafting Table? Wie geht ein Crafting Table überhaupt? Sag mir jetzt bitte nicht viermal unbearbeitetes Holz. Jetzt mach nicht diese mit mir, Bruder. Oder muss das hier rein? Ich weiß ja nicht mal, was das für eine Anzeige ist. Sind das irgendwelche... Ja, okay, das scheint mit Craft nichts zu tun zu haben. Ich denke, das ist irgendwie so in der Art wie Achievements oder irgendwelche Items. Maybe if I combine 2 sticks and 3 planks, I could create a pickaxe. Yeah, that's right, but I don't know how to create a crafting table. Uh-oh. It's getting dark. Yeah. It's dangerous to be unprepared. Yeah. I should find shelter before it gets too late. Ja, das Ding ist halt so ein Haus oder sowas. War das nicht damals auch komplett ungeschützt, weil die uns ja trotzdem... Ne, das Ding ist, die kamen mit Pfeil und Bogen und haben uns nonstop beschossen die ganze Nacht, bis es wieder Tag wurde und dann sind die abgehauen. So richtig komisch irgendwie. Aber es kann doch nicht wahr sein, wir müssen doch jetzt mal hier in der Lage sein. Was habe ich hier weggeworfen? Ich glaube, Plank. Wir müssen doch in der Lage sein. Hallo. Ah ja. Ein Crafting Table zu bauen. Ach lol, das geht auch so? Ja klar. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Dass man die einfach vorher anwählen kann und einfach so draufschmeißen kann. Hm. Verdammt, wo... Oh, Junge. Diese Planks. Ja, ihr seht, ich bin genauso lost wie vor 5 Jahren auch. Ich komme nicht klar. Ich glaube, der Verlauf war genauso wie vor 5 Jahren mit der Folge. Sich dann am Ende hier einkerkern und hoffen, dass es vorbei ist. Was würde Red uns keine Situation jetzt tun? Wahrscheinlich erstmal ein paar Mangos essen. Lecker. So, es geht uns jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser, wieder 100 Gesundheit. Aber, Brüder, ich sage euch, wie es ist. Eigentlich müssen wir raus, aber wir können nicht. Die Zombies sind safe unterwegs, auch wenn wir die gerade nicht hören. Oder ist das so, in der ersten Nacht werden wir verschont? Weil ich höre auch keine Geräusche, außer jetzt die Hühner und Schweine. Wo sind die, diese, ja nicht Zombies, aber ich weiß, die Kannibalen würde ich sie jetzt mal so benennen. Die Ureinwohner, die sich relativ kannibalistisch verhalten. Wo seid ihr? Sind die überhaupt da? Können wir einen Blick nach draußen wagen? Boah, ist das dunkel. Guckt euch mal die Glühwürmchen an. Das ist ja wild. Ja, also ich würde jetzt ganz schnell rausrennen, wenn ich jetzt... Wenn es nicht so dunkel wäre. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist halt schon so dunkel, ich sehe halt gar nichts mehr. Und weiß nicht mal, ob ich das jetzt zubekomme, weil irgendwie ist auch ein Teil der Erde weg. Ich habe doch gerade 2 Erde abgebaut. Wo ist meine andere Erde? Oh. Ein Huhn. Willst du mit reinkommen? Brauchst du auch Security oder was? Ja, gönnen sie sich. Ich habe gerade... Also das ist gerade atmosphärischer... 1000 mal atmosphärischer als in der Wii U-Version, ich sage euch das. Und zwar allein deswegen schon, weil diese Musik im Hintergrund schon ist. Und ich, wenn ich sicher bin, war die schon in der Wii U-Version da? Generell, so viele Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, das ist doch komplett neu. So, okay, 4 Holz haben wir. Wir gehen wieder rein. Vorausgesetzt, wir finden den Weg, aber... Dann sollten wir doch jetzt gleich hier... Ja, da wird's heller. Oh, Junge. Ja, das Schwein müssen wir jetzt leider draußen lassen. Schweine müssen leider draußen warten. So. Wir werden geschützt, denke ich. Stellen uns mal hier hin. Gucken, ob wir mit dem... Ja, mit dem Palmholz vielleicht... Medik... Ah ja, guck mal an. Auf einmal mit unbearbeitetem Holz geht das. Crafting Table. Ehre. Stellen wir dann auch direkt...
Ich würde sagen, in diesem Bereich. Ja, das ist okay. Das ist gerade ein sehr erfolgreicher Moment in, ja, im Leben von Redo und Sky. Er hat es geschafft, das Crafting-Table zu bauen, bevor die Folge vorbei ist. Oh, warte! Die kommen erst um Mitternacht, die Zombies! Scheiße, Bruder. Sollten uns beeilen. So, die Local Map haben wir. Können wir die equippen? Nein, aber wir können sie aktivieren, deaktivieren, kleiner machen, dies, das. Ja, moin. Jetzt aber trotzdem, der Test. Kann ich sie auf die Hand legen oder so? Ist das möglich? Ist sie irgendwo... Oh, ihr wisst schon, wie bei Minecraft eben. Geht das? Vor allem auch das hier hätte so ein Kartensymbol in meiner Meinung nach sein können. Aber willst du machen? Nee, guck mal. Wobei. Ja, okay, am Ende des Tages ist die Karte offen, egal ob wir sie angewählt haben oder nicht. Okay, Jungs, Mädels. Ich würde sagen, ich bin hier erstmal raus. Das scheint gefährliches Territorium zu sein. Das Ausrufezeichen oben habe ich auf jeden Fall gesehen. Und wir werden im nächsten Part Auge machen, ob wir es hier lebendig rausschaffen oder nicht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch diese nostalgische Zeitreise zurück ins Jahr 2015 gefallen hat. Mit einem, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, heiligen Upgrade. Wir gucken uns das Ganze auf jeden Fall weiter an im nächsten Part in Tag 2. Kommen Sie heran und hauen Sie herein. Und vielen Dank für Ihren ehrigen Support. Bis zum nächsten Mal.